Ja, sag einmal, du bist ja die Charlotte. Jetzt hätte ich dich fast nicht erkannt. Ist ja Wahnsinn, das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, warst du so und hast eine riesige Brille und eine fette Zahnspange im Gesicht gehabt. Ja, danke für die Erinnerung, Herr. Der Frank, ich hab deiner Mutter Bescheid gegeben wegen ihrem Großvater. Ach so, ja. Hallo. Ah, hallo. Freut mich. Freut mich. Wahnsinn, die Charlotte. Hey. Ja, ihr sollt auch schon längst oben sein. Ich habe auch schon den Pannendienst gerufen, aber bis der hier rauskommt. Ich glaube, es reicht, wenn wir dem Pannendienst eine Nachricht hinterlassen und ich fahre dich rauf, okay? Ja, okay. Ja. Vielleicht haben sie ja noch ein paar Warnleitkegel, dann könnten wir die hier so. Ah ja, ich glaube, das passt schon so. Okay. Wenn also die Voraussetzungen für eine Personenkontrolle gegeben sind, treten Sie an die Person heran und machen was? Palmberg. Kontaktaufnahme und kommunikative Deeskalation. Das bedeutet ja, also, wir. Nicht reden, zeigen bitte. Brand. Schönen guten Tag, Personenkontrolle. Ich hätte gerne Ihr. Okay, und was ist da gerade passiert? Tja, Abstand und Eigensicherung beachten. Korrekt. Vor allem nie darauf verlassen, dass sich Ihr Gegenüber an die Regeln hält. Schatz, ich helfe dir. Palmberg, haben Sie das auch mitbekommen? Okay. Oh. Was machen Sie da? Gar nichts, wieso? Hallo, Großvater. Ich bin's, Charlotte. Meine Enkelin. Der Frank, der hatte angerufen und erzählt, was passiert ist. Mama meinte, dass jemand von uns da sein sollte. Also, wir haben Sie auch eigentlich erst morgen erwartet. Erwartet? Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind, dann wären wir schneller fertig. Wie lange wird's denn dauern? Was genau? Also wie lange dauert es normalerweise, bis man sich in einem neuen Haus zurechtgefunden hat als Pflegekraft? Pflegekraft, ja. Examinierte Fachkraft für Altenpflege. So viel Zeit muss sein. Oh, ja, natürlich. Entschuldigung. Wo steht denn Ihr Auto? Ich wurde abgesetzt. Was ist denn? Vielleicht hat er ja Schmerzen. Ja, es kann sein, dass er gar nicht mehr so viel mitkriegt, was passiert rundherum. Ne? Bring deine Geschwister zur Schule. Das ist aber nicht unsere Schule. Wie, das ist nicht eure Schule? Das ist nicht unsere Schule. Die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sucht euch eine Klasse, die passt. Abschluss macht ihr sowieso nicht. Schönen guten Tag, Personenkontrolle. Ich hätte gerne. Abstand und Eigensicherung beachten. Schalten Sie das debile Gedudel ab. Ihr wollt, dass ich da einbreche? Der Alte bleibt bis morgen im Krankenhaus. Ist ja keiner da, ist ja quasi geschenkt. Vorschlag. Ich helfe dir in deinen Porsche. Dann hilfst du mir mit den Zahlen, okay? Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind als Pflegekraft. Charlotte Palmberg, die Enkelin. Und Sie sind? Degenhardt. Degenhardt. Degenhardt hart. Wir sind eingeschneit. Scheiße. Ihr müsst mich hier rausholen, verdammt. Kostet 10 Euro. Bist du bescheuert? Ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich weiter. Ich leg auf. Fix. Du kannst dann übernehmen. Super. Hamm. Er hat noch Probleme beim Schlucken. Du kannst ihn dann unten im Bad waschen. Er riecht ein bisschen. Ich glaube, schon weg. Das war die Luft. Du atmest durch den Mund, das sehe ich doch. Nee. Wo ist der Scheiß Safe? Du gibst dir so viel Mühe. Danke. Okay, zieh mich aus. Bitte? Mach dich mal locker, Jackie Chan. Degenhardt? Degenhardt? Was für ein scheiß Name. Ja!